Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix, wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. So, und damit herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity. Und ohne lang rumzureden, würde ich sagen, starten wir gleich mit der Jacques Tragödie de Molay, des Jacques der letzte de der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Da sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Mord nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Ort. Geht zum Turm. Nehmt Schwert und Buch. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Okay, dann gehen wir wohl jetzt gleich mal zum Turm, nachdem wir uns den frischen Turm geköpft haben. Die Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Durch das Fenster ein geliebter und schlauer Templer. Ein Wunder. So. Mal durch. Na komm. Ich will hier durch die Tür. Geht nicht. Fenster geht hier nicht. Ich
deine Entschlüsse gefunden. Na komm. Assassine, Assassine, komm her. Ein Assassine, scheiße. Haltet ihn! Oh mein Gott, hier runter. Lass ihn nicht durch! Los, lauf. Der Turm! Sie haben den Turm gestürmt. Sie waren... Oh mein Gott, hier sollen wir den schnell hinter hier und er läuft nicht. Im Heuraum hat er sich versteckt. Warum versteckt er sich? Das ist wie im Heuraum, das ist wie neu. Dachte er, obwohl er es ganz genau so ist. Ich bin bei ihm versteckt. Papst Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Gierig von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis, gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu.
Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. No. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Das Mädchen hinführen. Willst du da einfach sitzen bleiben? Komm schon. Na, ich bin noch gar nicht sitzen geblieben. Ich bin noch hier noch hergelaufen. So lang? Mein Schnurrsackel! Gard, attrapelé. Dafür ziehe ich dir den Hosenboden lang. Schneller, schneller! In der Clown. Jetzt. Hier ist noch eine Wache. Die wird uns doch jetzt 100% nicht jagen. Doch, Lolo. Die! Leg ihn zurück! Ich nicht. Leg das sofort weg! Was will der von mir? Oh mein Gott, wir hatten das da zuletzt gesehen, nicht also überall. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch.
keine Bange. Hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich hab den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Beeil dich! Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von unserer Nation nicht beeinträchtigt. Beurteilt Nationen nach dem Charakter ihrer Verbrecher. Elise! Vater? Und ihr müsst alle Barbaren. Komm her, Kind. Sofort. Vater? Nicht ehrlich verlieren, also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Viktor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Viktor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dies ist Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Maréchal. Warte doch mal. Ja. Ich mach schon, Victor. Oh. Da ist ein großer Frau durch. Hugo, verfolgen. Nebenmission. Objekt über unterklären. Pardon, Madame. Machen wir mal schnell. Meine Herren, bitte, wir können doch über alles reden. Bitte entschuldigt, er ist noch nicht stubenrein. Schiff ist doch dann eigentlich. Nein, den haben wir schon. Also, vielleicht krieg ich dich. Dummer Schmied wie du kann die Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. Komm zurück! Nein, danke. Ich hinterher! Nicht. Der Kerl ist ein Dieb! Ich sage dir einen hohen Schädel zu breit! War ja klar. Ein kluger Mann weiß, wann er aufgeben muss, Victor. Na komm, lauf! Küste. Eins. Zack. Immer zum Anwesen von Velas. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das?
Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Monsieur. Er hat gestohlen! Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Marie-Chaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal, das siebte. Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfangen kann. Elise ist hier? Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. So, und damit würde ich sagen, war es das schon für die erste Folge Assassin's Creed Unity. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne den Daumen nach oben lassen oder ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin, Leute. Ciao.